Ja, waren wir jetzt Stefan Metzen, ihr habt klar verloren, 1:5. Würdest du sagen, ist auch in der Höhe so in Ordnung? Boah, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil wenn man den Torverlauf schon sieht, muss man sagen, ja, waren schon ein bisschen Gastgeschenke dabei. Erste Halbzeit zweimal aus dem Einwurf resultieren, mir im Einwurf, Kontertor und zweite Halbzeit schießen wir oder treten wir zweimal über den Ball, was zum Tor letztendlich führt. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass die Niederlage 5:1 ist, also ist wesentlich zu hoch. Jetzt war der zuletzt gut in Schuss. Ihr hattet unentschieden zweimal gespielt gegen gute Mannschaften, gegen Blankenrad hoch gewonnen, jetzt zuletzt auch auswärts gewonnen, Neumagen. Das ist schon ein kleiner Rückschlag, aber Mannschaft hat doch jetzt auch steigende Tendenz bewiesen die letzten Wochen, oder? Ja, das ist richtig. Die letzten 4 Spiele waren schon hervorragend. Da das jetzt zum kleinen Rückschritt kommt, habe ich auch schon gerade zu den Jungs gesagt, das passiert halt mal. Ne? Wir sind halt noch ein bisschen in der Lernphase. Ist schon mal gut, dass die Jungs die letzten 4 Spiele so gut die Punkte gesammelt haben, weil man ja auch sieht, in der Klasse ist es relativ eng. Und heute, ja gut, ich sag mal so, gegen oben, die muss man jetzt nicht unbedingt gewinnen, das ist ein Bonus. Gegen oben die ja und gegen unten die, da muss man halt die Punkte holen, dass man hinten raus genug Puffer nach unten hat. Wie ist die Planung jetzt für die weitere Saison? Habt ihr vor, euch noch kadermäßig zu verändern in der Winterpause oder wie sieht's da aus? Ja, wir sind noch an einem jungen Torwart dran, den zu verpflichten. Und ansonsten ist der Kader eigentlich relativ groß. Also ich habe 24 Feldspieler, von daher die Kadergröße und auch die Qualität passt eigentlich. Wir müssen gucken, ob wir jetzt eine gute Wintervorbereitung hinlegen, dass wir da direkt die nötigen Punkte nächstes Jahr holen können. Prima.